Ja, dann können wir den Rang gerade, den wir jetzt uns mutig erarbeitet haben, direkt wieder verlieren, ne? Obwohl, ich steh wie 20 Punkte vom nächsten Goldrang, also ich brauche noch ein bisschen. Also ein Match müssen wir jetzt nochmal gewinnen. Weiß ja, nicht. Du warst bei dem einen Rang hin und her, du steigst nicht auf und ab. Ja, genau. Schon wieder Kaffee. Ich hatte irgendwie so eine leichte, dunkle Vorahnung, dass wir Villa kriegen, aber das ist zum Glück nicht passiert. Hast du es im Urin gehabt, oder was? Ja, irgendwie habe ich so, ich habe schon so vom geistigen Auge das Villa-Bild gesehen, wie es eingeblendet. Und da war ich sehr dankbar, dass es dann doch das Kaffee war. Wir verteidigen übrigens schon wieder. Guck mal, wenn wir nur zu zweit spielen, verteidigen wir ständig, wenn wir... Ja, vielleicht ist es, wenn er ein Match zusammenstellt, der Server, dann nimmt er erst ein Team und matcht dann ein zweites dazu, wahrscheinlich, ne? Ja. Und wenn du ein großes Team hast, nimmt er vielleicht das große Team immer zuerst, weil es ist leichter, einen aufzufüllen, weißt, als ein Viererteam in den bestehenden Einzelnen zu adden. Und das erste Team, was er kreiert für das Match, ist vielleicht Team Blue. Also ja, das glaube ich auch, ja. Und dass er deshalb, wenn du in einer großen Squad spielst, eher Team Blau bist. Außer in ganz wenigen Fällen, wo er zwei große Teams zusammen matcht und dann bist du halt manchmal vielleicht selten zufällig mal Orange, aber das ist dann eher die Ausnahme. Dass es da irgendwie so eine Logik gibt, ja, vom Matching. Ja gut, eins der beiden Teams muss er ja zuerst füllen. Ne, deswegen. Ist aber trotzdem dumm, ja, weil jeder mit Hirn, also wenn es so wäre, wäre es dumm, weil dann würde ich halt, wenn ich ein bisschen Hirn habe, zwei Teams matchen und wenn ich die gematcht habe, dann random machen, ja. Dann random sagen, wer ist was, ja. Würde ich halt intern erstmal nur Team zuweisen. Genau, erstmal Team A und Team B nur nennen und dann später dann in Team Gelb und Orange und Blau aufteilen. Ja, ich kann es ja auch immer noch umswitchen. Selbst wenn es am Anfang Team Blau ist, kann ich danach immer noch True-False generieren und sagen, wenn ich False kriege, swap ich halt einfach nur um, dann wird halt der andere Blue. Ich muss ja quasi nur einen Pointer umhängen, ne? Das ist halt das Team Blue ist dann halt das andere. Da tausche ich ja nur die Zuweisungen von den Pointern aus, quasi. Ja, mehr ist es ja nicht. Die Bomben weiter schützen. Aber keine Ahnung, ob es so ist, aber das wäre zumindest eine Erklärung, warum wir gerade, wenn wir in großen Konstellationen spielen, eher blau sind. Weil ich glaube, wenn du allein spielst, wirst du auch eher random gematcht, ob du jetzt gerade blue oder orange bist. Wobei, wenn du allein spielst, kommst du meistens auch bestehende Matches. Ja. Außer, obwohl, hier jetzt nicht, ne? Ihr könnt ja nicht nachjoinen. Hier nicht, ne. Im Casual war es dann immer so, ja. 10 Sekunden. Magazinwechsel! Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Okay. Ich habe jetzt gar nicht richtig aufgepasst, was die gebannt haben. Hat die Kamera gebannt, oder? Ja. Wollte ich gerade sagen, weil ich konnte sie nicht wählen irgendwie, aber jetzt hat sie auch keiner. Na, herzlichen Glückwunsch. Hat das einen Grund, warum hier sämtliche Wände nicht verstärkt sind? Also ich habe zwei Wände verstärkt und mehr kann ich nicht. Ich habe auch zwei verstärkt. Kann aber schon sein, dass die anderen nur Scheiße machen. Ich glaube, Zigarren Luca haben drauf gemacht. Okay, sind immer welche gedroppt hier. Loki habe ich. Twitch-Drohne habe ich. Ah, fuck. Hinten durch, ne? An der Tür zur Treppe war einer. Okay. Magazin wird geladen. Die Gegner haben eine Karte auf meiner Bombe platziert. Zerstört ihn.
Natürlich nicht. Ein Operator des eigenen Trupps. Scheiße. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Aufstehen sollen. Das ist zu lang Gott gewesen. Aha. Das sah jetzt aber auch sehr verdächtig aus. Wie er da so automatisch auf den Spot schießt, wo die Kamera üblicherweise hängt. Ja. Welcher war denn das? Der MVP. Der Raftalex. Genau. Die Bomben schützen. Gott, so ein Vulkanschild hier, ey. Alle exklusiven Bodensprengkörper platziert. Ja, ich schieße von unten einfach hoch. Hm. Ich suche nur noch einen Spot für meine Kamera. Ich lade jetzt nach! Jetzt haben sie das Fenster aufgemacht. Das klang näher, ja. Ja, natürlich. Raftalex, genau. Treppenhaus. Kleines Treppenhaus, wo die Luke ist. Und zwei. Wechselmagazine. In der Luke war, glaube ich, gerade einer kurz. Ist nach rechts weggelaufen. Noch einer. Mhm. Er ist nach hinten weggelaufen, hinten rechts ist er weg. Hat kurz geguckt. Ich suche mal den Kampfmann nicht an der Stelle hier. Hm. Beide. Natürlich! Eingesetzt. Er muss zerstört werden. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Hat das rumgepimmelt nicht viel geholfen, würde ich sagen. Ich habe aber auch nicht gehört, wo der geplantet hat. Ich habe den hinter der Bar irgendwo gehört, oder war er nix? Keine Ahnung, ich war in der Kamera. Alter, wenn die Verteidigung schon so scheiße läuft, ey, was wird denn das? Ja, jetzt noch ein drittes Mal. Seid ihr bescheuert oder was?
den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Ja, immerhin. Warum kämpft er jetzt? Ich hab's gar nicht gesehen. Hm? Warum kämpft? Nee, ich glaube, wir hatten hier. Ich weiß nicht, ich hab Mining und Dings gewählt und hab da nicht mehr geguckt. Achso. Normale und eine Schockdrohne habe ich. Ich habe auch zwei Drohnen zerstört. AVS ist einsatzbereit. Feindlicher Scan steht bevor. Timer wird gestartet. Scheiße, eine Idee, wo sie sind. Also hier auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall was. Kühlschrank? Ja, ja, richtig, aber ich bin ja hier. Da seilen noch welche, um uns rauszulocken. Oben ist auch irgendwo hier was. Feindliche Drohne nähert sich für Scan-Vorgang. War das die Luke, die aufgegangen ist? Nee. Keine Ahnung. Bin ich drin. Cool. Boah, noch gerade eingekriegt. Lion ist der letzte. Lion ist last one. Daher habe ich gesehen, wie er in die Ecke gelaufen ist. Das war so geil. Die haben die Luke aufgemacht und einer von uns hatte ein Loch über die verstärkte Wand im Kühlschrank gemacht. Und dann konnte ich von der Treppe aus durch das Loch oben in den Dining gucken. Und hab dann direkt einen weggeholt, der an der Luke war. Herrlich. Ja, jetzt können wir nur hoffen, dass die Angriffe besser laufen, ne? Ja, ja, die werden jetzt mal ganz oben sein. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch spielen kann. Bis er so lange nicht genommen hatte. Küche. Hat eine Bombe lokalisiert. Was, Echo? Wurde Echo nicht gebannt? Warum kein Echo? Worden. Na doch, jetzt Echo. Fünf Sekunden. Gute Frage. Wir haben ihn doch gebannt. Zur Bombe vor und entschärft sie. Der Raftalix spielt den. Würde mich nicht wundern, wenn der gebannte Leute spielen kann. Wasn't Echo banned? Nope. We banned Alibi. Alter, was? Gut, dass ihr es nicht mitgekriegt habt, sonst hätte ich mich tierisch aufgeregt. Ja, ich auch! Sag mal, sind wir in so einer Parallelwelt gerade? Was ist los, ey?
probiert das. Ja, natürlich. Hab ich gesehen. Warte, ich mach's dir nach. Weil ich feuer da überall hin, ne? Und. Warum haben die Elle beigebannt? Alter, ich könnte im. Und wieso kriegen wir das nicht mit? Was ist da los? Ein bisschen zu groß, um durchzulaufen. Zeit, eine neue Tür zu. Sag scheiß drauf. Push, push, push! Ist auch blöd, warum geht er nicht 3 Meter zurück, ey? Links. Das hätte nicht plant, weil er hier ist. Kriegen wir hin, vielleicht. Ja. Was für ein Trottel. Das war ja geil! Sehr schön an der Nase herumgeführt. Elle beigebannt, Alter, ich glaube ich. Oh. Zählt das schon als Griefen? Ich glaube, das ist einfach nur normale Dummheit. Das war so selbstverständlich, dass Elle bei. Dass das Echo gebannt wird, habe ich gar nicht mehr richtig hingeguckt. Ja, irgendwie ja echt, jetzt das schon. Das Gehirn hat das rausgefiltert, um mir Leid zu ersparen, oder ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Voll, warum Alibi? Warum Alibi? Wirklich jetzt? Keine Ahnung. Ob sie die gleiche Taktik nochmal versuchen? Ach nee, ja. Natürlich. Kitchen again. Was ist denn da passiert? Ja, die gehörten zusammen und haben dann irgendeinen angeschossen. Bombs. Ja, die gehören alle zusammen, nicht nur die 3. Okay. 10 Sekunden bis Einsatz. Jetzt ist halt doof, dass man die jetzt auch nicht melden kann wegen. Noch 5 Sekunden. Also, oder was? Warum kann ich nicht einen Gegner wegen Griefing melden? Verstehe nicht. Gelangst du der Bombe und entschärfst. Wenn man ein Fairplay-Spieler ist, dann würde man das manchmal wollen, weil. Asoziales Verhalten beim Gegner gegen eigene Leute ist halt auch. Ich meine, klar, es ist zu unserem Vorteil, aber warum soll man das nicht melden dürfen, ne? Ja. Weil asozial ist es halt. Weil ich meine, heißt ja nicht, dass. Ich will. Okay. Okay. Ich will einen Sieg auch nicht unbedingt geschenkt kriegen. Ja, das ist halt einfach Fair Play, ja. Es soll halt einfach nach vernünftigen Regeln ablaufen und gut ist. Wurde erneut gesichert. 3 Gegner noch. Rook, Puls und Doc. Kannst du hier auf meiner Drohne ein bisschen Auge haben? Ja, ich gehe rein, ist kein Problem. Soll ich sogar ein bisschen links und rechts gucken? Ja. Links im Flur sehe ich erstmal keinen. Da in dem Gang war aber einer vorhin und hier links ist auch einer weggelaufen. Ah, klar. Na, natürlich. Raftalix.
Wer denn sonst? Ich hätte durch die Bäckerei gehen sollen, ey. Der scheiß Flur mit den drei Türen da, das ist echt dumm. Schade. Warum ist er nicht weiter in den Raumeingang nach links, anstatt wieder zur Tür raus durch den Stacheldraht? Das Geraschel durch den Stacheldraht ist ungünstig, es verlangsamt ihn. Er hätte durch das Fenster mal gucken sollen, dann da reinspringen. Also im Stacheldraht hin und her pimmeln ist halt auch ein bisschen ungünstig. Ne? Hier bin ich, holt mich doch! Ja, du bist halt auch langsam wie Sau. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ich wollte sagen, nochmal Küche, das wäre jetzt ein bisschen merkwürdig. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Die sieht so wirklich ganz oben, wie es aussieht. Ja. Wer hochsteigt, fällt tief. Ja, im Idealfall. Aber wieso konnten sich das Friendly Fire nicht wieder erlassen? Weil es automatisch ist. Das gibt's auch. Wann ist es automatisch und wann nicht? Das ist alles so bescheuert. Du darfst es mal fürs Anschießen können. Oder nicht so schnell irgendwie. Weil wenn mich einer anschießt, dann will ich auch die Wahl haben, ob ich sage, ja, es war Absicht oder nicht. Ja, es müsste auch. Total inkonsequent, dass du das nicht auch mit... Das sollte auch so sein, dass wenn du jemanden zweimal anschießt, egal wen du anschießt und wie oft, also sobald zwei Eigentreffer stattgefunden haben, sollte automatisch Friendly Fire aktiviert sein, um auch die anderen zu beschützen vor dir. Ja, auch wenn ich einmal angeschossen werde, dann muss ich gefragt werden, ob das Absicht war oder nicht. Weil dann will ich einen blocken können, ja, auch beim ersten Mal schon. Ja. Mal Doc. Und ist hier einer bei uns? Nee, die schnelle Sicht keinen. Du hast den Entschärferfall. Auf der anderen Seite, Raftalix natürlich. Alter, da habe ich gerade hingescannt, da war der noch nicht. Der kam genau im richtigen Moment wieder raus, irgendwie. Er ist doch nicht sauber. Entschärfer ist jetzt gesichert. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Scheiße. Kannst du da durchkrabbeln, glaube ich, theoretisch. Aber will ich das? Das weiß ich ja nicht, ich habe nur einen Vorschlag gemacht. Eine Minute ungefähr noch. Ein Gegner verbleibt. Drone. Was nicht sagst, Sherlock? Der letzte ist gerade hier. Wo ist hier? Um Ping, drüben auf der, okay. Wo der mich getötet hat. Der ist immer noch da, bei Bombe A.
Just coming. On your left, on your left. Ja. Eigener Druck getötet. Der ist so unsauber, wie er nur sein kann. Ah, das war wieder der, ne? Ja, nee, das kann er vergessen. Aber wieso konnte ich da noch nicht planten? Weißt du, ich war durch das Loch durch. An der Theke und ich konnte da nicht planten. Das ist so random, ne? Das ist, weiß ich nicht. Ich war im selben Raum, ich war in Spuckreichweite von dem Behälter. Was ist denn hier los? Warum kämpfen wir nur gegen Goldene? Wir sind gar nicht ein ganzes goldenes Team. Ja, ist voll fair. Ich habe übrigens das ganze Gegnerteam gemeldet.